Willkommen zurück. Ach, schön. Wir haben jetzt hier das, ja, den Spielplatz, wo ich nicht betreten kann, warum auch immer. Erwachsene Männer dürfen halt ihre Spielplätze. Haben wir jetzt schön fertig gemacht. Das ist wunderschön. Dann wollen wir mal schauen, was wir als nächstes als Auftrag kriegen. Ein Lehrgang. Ja, Lehrgang, ich weiß nicht. Die sind echt simpel eigentlich. Kann ich ja mal machen, spaßenshalber. Dass man das mal sieht. Wie easy das ist. Absitzgebar. So, mit dem fahre ich jetzt quasi, wie es Tor findet. Nein. Doch, passt, okay. Da kommt nix. Mit dem fahre ich jetzt quasi von A nach B. Da kann ich einfach nur langfahren. So ist der Bahnhof. Machen wir so. Dann fahren wir hier. Ja, bei Rot über die Ampel. Das ist mir egal. Fahren wir da schnell hinter nach Fuchsberg. Fuchsberg. Es schallt ein bisschen. Elfter Gang. Ah, hier geht's. So, dann fahren wir schnell über den Damm. Der müsste hier irgendwo sein, glaube ich. Staudamm. Auch schön hier mit der Eisenbahnbrücke. Da hinten ist der Staudamm, genau. Ein Riesenmonster. So, was die zwei da machen, weiß ich gerade nicht. Die werden sich nicht so einig, okay. Ja, fahren wir schnell in die Stadt, nehme ich an. Holen dann den Container ab. Ich überhole einfach mal. Laden den auf und dann bringen wir den weg. Und laden den da wieder ab. Und ja, kriegen dann unsere 4500. An sich ein simpler Auftrag. Ich hoffe, dass ich bald die Brücke erbauen kann. Dazu muss ich erst das andere Ding bauen. Auf Level 10. Möglicherweise war es Level 10. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Level das war. Ach so. War doch gar nichts. Egal. Da können wir das große Grundstück, um das letzte Folge schon durchgefahren sind. Vorletzte Folge. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden werde. Was soll ich sagen? Sobald wir das haben, können wir da hinten links die große Brücke bauen und dann wird das. Dann geht das hier ratzfatz voran. Dann kriegen wir eigentlich unseren ersten Kran und ach Gott, was wir alles kriegen werden. Herrlich. Wo ist denn das Ding versteckt? Erst ich. Ich hab doch gesagt, erst ich. Ach, na schön. Du bist der nächste Bahnhof da hinten. Und ja, die Fahrzeuge fahren sich ein bisschen schwammig, aber es geht schon. Also hier geht es jetzt schon. Es ist nicht so tragisch wie im ersten Teil. Entschuldigt. Im zweiten. Na klar, hinten über das Segelwerk fahren sollen. Ja, über den Staudamm wäre schneller gegangen, glaube ich. Naja, er wird uns schon richtig lotsen. Ich habe die Bäume ein bisschen höher gemacht, damit man nicht sieht, dass die Gleise so furchtbar verlegt sind. Aber ist okay. Hier so. Ah, da ist er. Irgendwo. Ja, okay. Ich soll hier einen Container abholen. Ah, da hinten steht er doch. Bin blind.
Ist auch vertauscht, komischerweise. Ich verstehe nicht ganz warum. Das ist jetzt links ist außen. Na, warte. Das hat Überlegung. Charakter, kleiner Bagger, Kutschen mit Kran, okay. Da ist er. Am Ausfahren ist Left. Ich weiß nicht genau, warum das hier auch so blöd zum Einstellen ist. Ist schon mal right. Am Einfahren ist Left, weil ich es meistens eben in Führer aus links mache. Das ist okay. Einfahren ist down. Ausfahren ist up. Was? Da stimmt was nicht. Na, gesehen. Das ist down. Das ist up. Okay. Naja. Down ist up, up ist down. Okay. So, jetzt müssen wir woanders hin. Das heißt, wir müssen ruhig den ganzen Weg zurückfahren. Na, jetzt kann ich hier rechts rumfahren. Aber wir da noch nicht waren. Nein, Züge gibt es hier nicht. Keine Sorge. Passiert nichts. So weit wollen die Entwickler dann doch nicht. So, wir könnten jetzt hier links fahren, aber. Ich guck mal auf die Karte. Weil eigentlich ist es genau dahin. Und hier ist halt der Fluss. Ja, da müssen wir halt links fahren, okay. Jetzt können wir den Landschaftssimulator spielen. Erst ich. Ach, Leute. Das fehlt mir schon ein bisschen. Also diese Polen in Space Invasion sind echt seltsame Leute. So, irgendwie sind die Texturen an. Boah, die leuchten richtig krass. Ach, kann ich keine Zeit, roten Abbilden zu warten. Alles Geschäftsmänner, die das hier anschauen. Jetzt würden sie es triggern wollen, dass ich bei Rot drüber fahre. Das ist ganz seltsam. Der macht immer die Blinklichter an oben. Warum eigentlich nicht? Das ist ja mysteriös. Hey, neue Ausschreibung, sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen Eurotruck, American Truck aufnehme oder Eurotruck, ich weiß noch nicht genau. Ist ein bisschen schwierig. Einerseits hat American Truck neue Fahrzeuge, also ein neues Fahrzeug. Um genau zu sein. Hier ist ein Volvo nämlich. Andererseits müsste ich ein bisschen Euro Truck aufnehmen, weil ich fast keine Folgen mehr habe. Ich meine, ein bisschen was habe ich noch, aber. Irgendwas habe ich falsch gemacht, kann das sein? Zum Hafen.
Ach Gottchen. Wie bist du denn zum Hafen? Was soll denn der Hafen mit dem Abfall? Okay, ich kann die Dinger nur bewegen, wenn ich wirklich stehe. Das ist interessant. Gut zu wissen. Also zum Hafen. Ich hätte doch mal vorher die Beschreibung lesen sollen. Boah, wie schief der Container hinten drauf steht. Das war das. Ich dachte eigentlich, da gibt es sowas wie den Haken auch noch zum Einschalten, aber okay. Offensichtlich nicht. Nee. Gut, dann nicht. Ich schau mal, ob ich mir einen Bagger leisten kann. Beziehungsweise ein Bagger bringt mir eigentlich nicht viel, erstmal bräuchte ich einen Kipper. Denke ich. Naja, mal schauen. Hafen nach links, na dann. Da rechts ist er. Hafen da rechts. Das ist das erste Spiel. Na gut, nicht das erste, kann man nicht sagen. Muss ich sagen. Ja, nicht hilfreich. Eines der wenigen Spiele, wo die Beschriftung auf den Schildern auch stimmen. Größtenteils. Ja, klar gibt es da immer wieder irgendwelche Schilder, wo irgendwas draufsteht wie da Hafen, da Gewerbegebiet, aber sonst was. Aber im Großen und Ganzen ist es doch selten, dass das wirklich übereinstimmt dann. Gut, Platz, Jungs, ich will durch. Watch out, ich muss rechts. Juh! So, und dann da so, gell? Ja. Hier? Markierten Bereich. Markierten Bereich. Ich denke, dass das der hier ist. Oder da hinten halt irgendwo. Das mal gleich. Ja, passt. Ja, wie gesagt, ist relativ langweilig hin und her fahren. So, es gibt neue Aufträge. Machen wir das. Das sieht noch viel XP aus. Ach, ja.
So, dann muss ich erstmal in meinen Pritschenwagen. Das gucken wir es direkt neben mir. Toll. Ja. Vier große Ziegelsteine Ton, zwei Zementsäcke, einmal Bitumen. Okay. Hast du alles gemerkt? Ich nämlich nicht. Irgendwas mit Zementsäcken? Ich schau mal nochmal. Ich kann mir sowas immer nie merken. Ist echt schlimm mit mir bei sowas. Gut, dass es ein Zaun ist. So, und Holz brauche ich ja auch noch. Ein Anhänger wäre super für das Ding. Denke ich. Ja, ich hoffe, dass ich schnell wirklich Tieflader kriege. Dass ich den dann irgendwo beim Händler hinstelle und den einfach dort belade und dann wegfahre und abschütte oder irgendwie wird's schon gehen. Oder ich stelle den zum Händler und belade den kurzen, den kleinen Bäusen abschütten. Ja, ich mit dem Gabelstapler komme ich absolut nicht klar, das geht einfach gar nicht. So, dann wollen wir mal schauen, darf ich mal? Ich will immer rennen. Dabei ist das Rennen, was ich hier rennen will, dann meistens schon langsam laufen. Ziegelsteine rot. Große Ziegelsteine Ton. Zementsäcke und einmal Bitumen. Okay. Ton. Einmal Bitumen, aber die Zementsäcke. Jo. Nicht übertrieben, wer die Kurven überläuft. So, dann das kriegen wir alles drauf, denke ich mal. Wie war das jetzt? Genau. So, dann das da. La-di-da. Natürlich das, was ich zuerst brauche, hole ich zum Schluss, gell? Packe ich ganz vorne hin. Liegt das nicht näher hier ran, oder was? Muss doch möglich sein. Also. Ja, ich baue das jetzt einfach irgendwie rein hier. Auf die Gefahr hin, dass ich es nicht mehr wegbringe. Ach ja.
Ich finde super, dass die Tastatursteuerung sich immer wieder zurücksetzt. Vielleicht sollte ich auch noch lenken. Das ist furchtbar, wenn man Zeitmonitor hat. Man lässt sich immer viel zu leicht ablenken. Ah ja, das passt schon. So was Bitumen noch. Will echt viel näher ranfahren, gell, das nächste Mal. Das könnte hilfreich sein. Minimal. Ja, nee. So dann vielleicht. Ich glaube, in den letzten komme ich gar nicht ran. Ja, das rutscht sich dann schon. Schau, ob ich der Letzte ob drankomme. Wenn nicht, dann muss ich nochmal umswitchen. Sieht nicht so gut aus. Ich meine nur. Natürlich, war ja klar. Sagt immer so schön, was schief gehen kann, geht schief. Ja, nein. Ja, perfekt. So, wie war das Rücktaster? Sehr schön. So ist gesichert, genau. Weil im Prinzip ist es richtig cool gemacht, weil ich sehe genau, wo ich hin muss. Das muss halt nur treffen. Ich schaue mal lieber von außen. Thank you.